So, bei mir ist jetzt der Johnny, das ist der Spieldesigner von Nord am neuen Spiel von Heidelberger Spieleverlags. Hallo Johnny. Hallo. Und wie ist dir denn die Idee zu diesem Spiel gekommen? Die Idee muss man erstmal irgendwie so 7 Jahre zurückblicken, weil die Nord-Entwicklung hat so angefangen, da war ich so groß und es hat sich etwas vorgesetzt. Also erstmal war es ein Verbindungsspiel, aber es hat alles nicht so richtig funktioniert und es hat erst angefangen zusammenzufügen, als wir ein gutes Thema haben, als wir uns für die Wikinger entschieden haben, weil wenn man irgendwie weiß, was ein Wikinger tun will, dann kann man das irgendwie ins Spiel integrieren. Wir haben uns gedacht, was will ein Wikinger tun? Erstmal irgendwie Rohstoffe ansammeln, Kämpfe anhäufen, Schätze ansammeln, andere Leute umhauen. Und so an diesen 4 Themen haben wir uns dann orientiert und probiert, ein Spiel zu designen, was aber nicht zu sehr Konfliktsimulation ist, sondern immer noch so ein bisschen spielerisch interessant, aber eben doch ein Thema Anspruch hat. Ja, dann erklär doch mal genauer, was muss man bei dem Spiel genau tun? Wir sehen ja hier, es ist gerade aufgebaut und man startet klein in seiner eigenen Siedlung, muss sich dann ausbreiten. Spielmechanisch läuft das Zug ganz einfach ab. Ich lege einfach 1 bis 3 Spielsteine ein. Ich könnte jetzt beispielsweise hier 2 Spielsteine einlegen. Der Gelbe setzt mal 2 hier und der Rote setzt 2 hier und dann bin ich nochmal dran als Blauer. Und sobald es eine neue Verbindung zwischen 2 Dörfern gibt, gibt es einen Raid, weil irgendwie, wenn ich angreifen kann, dann will ich als Wikinger natürlich angreifen. Also für einen Angriff nehme ich einfach all meine eigenen Spielsteine aus der Verbindung raus und greife mit diesen an. Der Erste rennt aufs Dorf drauf, bekommt irgendwie eine Axt in den Kopf, stirbt. Der Nächste hat sich reingekämpft, wird dann da als Kämpfer sesshaft, gibt mir dann später Punkte. Ich kann später an ihn auch Rohstoffe liefern, also ich breite mich auf der Nordinsel aus. Der Dritte rennt als Bote zurück und der Vierte stirbt auch noch. Und so breitet man sich immer weiter auf der Insel auf. Wichtig, Nord ist eine Insel, das heißt auch all unsere Felder außenrum sind auch Spielplanfelder. Es gibt beispielsweise diese Boote hier, Rot könnte jetzt diese beiden Boote hier setzen und dann einen Angriff mit den Booten machen, mit 2 Spielern. Ich würde auch zum Angriff kommen, die beiden hier rausnehmen, einer stirbt wieder, auch hier rein und so breitet man sich immer weiter auf der Insel auf. Es gibt verschiedene Wertungen, die Wertungen werden ausgelöst ganz thematisch, wenn das Drachenboot voll ist, also wenn es genug Tote gab. In der ersten Wertung gibt es dann so um Rohstoffe, also aus was für Bergfeldern kann ich Rohstoffe liefern, aus was für Waldfeldern kann ich Rohstoffe liefern. In der zweiten Wertung geht es darum, was kann ich für Kämpfer versorgen, habe ich genug Nahrung. Und in der dritten Wertung nochmal Rohstoffe, vierte nochmal Kämpfer, am Ende nochmal, wer hat die meisten Schätze angehäuft, gibt nochmal extra Punkte. Aber was eigentlich viel spannender ist, sind diese fetten Leute hier. Das sind die anderen Wikinger-Häuptlinge. Und auch da ist die Regel relativ einfach verständlich. Ich kann einen Wikinger-Häuptling umbringen, wenn ich der Größte bin in einem Dorf. Sieht man hier jetzt, ich stehe nur einen rein, bin ich nicht der Größte. Da ist der andere noch größer. Habe ich aber 2 im Dorf, bin ich der Größte und kann dann später den Wikinger-Häuptling umbringen. Was da noch wichtig ist, wir haben ja noch ein bisschen Ehre. Also der muss auch ordentlich bestattet werden. Also erstmal Größter sein, umhauen und dann über eine Verbindung zum Drachenboot bringen und am Ende dann verbrennen und nochmal schöne Extrapunkte für Armsammeln. Und das war jetzt so ein grober Überblick über Nord. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, du hast viel Erfolg mit deinem Spiel. Danke.